Herzlich willkommen bei Mathepunk. Zykloidförmige Bahnen einer Ladung in einem statischen elektromagnetischen Feld, E senkrecht B. Ein elektrisch geladenes Partikel der Masse M mit Ladung Q bewegt sich in einem Raum, in welchem sich ein homogenes elektrisches Feld der Feldstärke E und ein homogenes magnetisches Feld mit magnetischer Flussdichte B überlagern. Der Begriff statisches elektromagnetisches Feld bedeutet hier, dass ein elektrisches und ein magnetisches Feld sich überlagern. E und B sind Vektorgrößen. In diesem Beispiel wirkt B entlang der X-Achse und E wirkt entlang der Z-Achse. E und B stehen somit senkrecht aufeinander. Die Lorentzkraft FL auf die Ladung Q steht senkrecht zur magnetischen Flussdichte B. FL hat somit keine Komponente in X-Richtung. Die elektrostatische Kraft FE ist parallel zur Z-Achse. Sie hat somit ebenfalls keine Komponente in X-Richtung. Aus diesem Grund könnte sich die Ladung Q in X-Richtung höchstens mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Wir wählen deshalb ein Koordinatensystem, in welchem die X-Koordinate der Ladung stets 0 ist. Die magnetische Flussdichte schreiben wir wie folgt. Sie hat nur eine Komponente in X-Richtung. Wir erhalten dann für die Lorentzkraft folgendes. Die Lorentzkraft ist die Ladung mal das Kreuzprodukt von Geschwindigkeit und magnetischer Flussdichte. Das wäre also Q und dann 0, Vy, Vz und das ergibt Q und dann oben haben wir 0, dann hier als Determinante formuliert 0, B, Vz, 0 und 0, B, Vy, 0. Ja, und das können wir schreiben als Q, X-Komponente ist 0 und dann Vz schreiben wir als Z-Punkt und minus Y-Punkt B. Das wäre also die Lorentzkraft. Die elektrostatische Kraft können wir schreiben als Q mal elektrische Feldstärke und das wäre dann 0, 0, QE. Die resultierende Kraft erhalten wir dann als Vektorsumme von elektrostatischer Kraft FE und Lorentzkraft FL. Das wäre also die resultierende Kraft als Vektorsumme der elektrostatischen Kraft und der Lorentzkraft. Und zusammen ergibt das das plus das. Q kann man ausklammern. Man kann schreiben, das ist gleich Q und dann die X-Komponente ist 0. Dann Z-Punkt B
und E minus Y Punkt B. Y Punkt und Z Punkt sind die Y respektive Z Komponente der Geschwindigkeit. Die resultierende Kraft beschleunigt die Ladung mit Masse m. Es gilt Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Und das können wir schreiben als, wobei ax, haben wir gesagt, ist 0, die x-Komponente der Beschleunigung. Oder wir können auch schreiben, m mal, ja, das wäre ja 0, dann y 2 Punkt, z 2 Punkt. Wir erhalten also x Punkt Punkt, y Punkt Punkt und z Punkt Punkt. Jetzt entlang der x-Koordinate wirkt keine Kraft, daher hat man entlang der x-Koordinate auch keine Beschleunigung. Also wir schreiben für die Beschleunigung in x-Richtung 0, dann in y-Richtung, das würde das, dann e über b minus y-Punkt. Und das kann man schreiben als Omega, dann x-Komponente ist ja 0, dann z-Punkt und e über b minus y-Punkt. Wobei Omega ist die Zyklotronfrequenz, Omega ist das, was hier steht, q mal b über m. Diese Vektorgleichung können wir als ein Gleichungssystem formulieren. Die x-Komponente lassen wir weg. Wir haben dann folgendes Gleichungssystem. Y Punkt Punkt, also die Beschleunigung in y-Richtung ist Omega mal die Geschwindigkeit in z-Richtung. Dann die Beschleunigung in z-Richtung ist gleich Omega mal E durch B minus die Geschwindigkeit in Y-Richtung. Also wir müssen dieses System von gekoppelten linearen Differentialgleichungen lösen. Y2-Punkt ist die erste Ableitung von Y-Punkt. Und Z2-Punkt ist die erste Ableitung von Z-Punkt. Punkt bedeutet Ableitung nach der Zeit. Bei diesem Gleichungssystem handelt es sich somit um ein System von zwei gekoppelten, inhomogenen, linearen Differentialgleichungen erster Ordnung. In diesem Video geht es nicht darum zu zeigen, wie man solche Gleichungssysteme löst. Man kann für die Lösung solcher Gleichungssysteme geeignete Tools aus dem Netz verwenden, zum Beispiel Wolfram Alpha. Als Lösung dieses Systems von gekoppelten Differentialgleichungen erhält man zunächst Folgendes. Linearkombinationen von Sinus und Cosinus mit gleichem Argument kann man mit Hilfe der Additionstheoreme für Sinus und Cosinus zusammenfassen in eine Sinusfunktion oder eine Cosinusfunktion. Man kann zeigen, dass man
die Lösungen auch in dieser Weise schreiben kann. A ist zum Beispiel Wurzel aus C1 Quadrat plus C2 Quadrat. Anstelle der Parameter C1 und C2 hat man dann die Parameter A und den Nullfasenwinkel phi 0. Durch beidseitiges Integrieren dieser Gleichungen mit der Integrationsvariablen t erhält man die Koordinaten y und z der Ladung als Funktion der Zeit. Wir haben ja gesagt, die x-Koordinate, die sei stets 0, aber die Gleichungen ergeben eigentlich im Prinzip nur, dass die Beschleunigung in x-Richtung 0 ist. Also man könnte auch als Alternative schreiben, x-Punkt von t sei vx und das sei konstant und x von t sei vx mal t plus x0. Wir haben hier eine Parameterdarstellung einer Kurve, welche anscheinend eine Überlagerung einer Rotation um den Koordinatenursprung und einer gleichförmigen Translation entlang der Y-Achse darstellt. Das daher, das entspricht der Rotation und das ist eine Translation. Daraus erkennt man, dass wir es mit einer mathematischen Kurve zu tun haben, welche man als Zykloide bezeichnet.